Hi, Hexen und Zauberer, und willkommen zurück in der magischen Welt von Hogwarts Legacy. Wir befinden uns in Upper Hogsfield. Hier haben wir in der letzten Folge sämtliche Sammelgegenstände geholt. Und wir gehen direkt weiter nach hier oben zur Flohflamme, springen zu der hier, holen uns den Altar und arbeiten uns von oben nach unten komplett durch. Einmal auf den Besen. Ich hoffe, ich finde die Flohflamme. Dann setzen wir uns einen kurzen Marker. So. Schön, wie der Turm beim Sonnenaufgang ausschaut. Wollte nicht in die Karte. Vielleicht sollte ich mich mal bei Flightcroft. Nehmen wir den Altar hier mit. Dazu müssen wir einmal kurz warten, bis es Nacht ist. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Keine Ahnung, was das mit den Bildern sein soll. Sind doch genug dumme Tierwesen für alle da. Ich denke in die andere Richtung. Nein. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockstand. So. Der Centaur. Haben wir uns diesen Turm schon genauer angeschaut? Ja. Haben wir. Sieht interessant aus. Wo ist der Eingang zum Schatzgewölbe? Accio, Lazio, Incendio. Ich werde dich. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Die Mega-Power-Tränke sind voll. Bombarda. Wird dieses Schatzgewölbe auch abgehakt. Hier hinten versteckt sich noch eine Prüfung von Merlin. Warum habe ich die nicht gesehen vorhin? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Okay, Confringo. Revelio. Confringo. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Blutegelsaft für den Maxima-Trank. Accio! Lazio! Incendio! Was? Grausamkeit 1. Revelio. Jede Menge Mondstein.
Können wir Feuer machen? Wird dieses Banditenlager auch geräumt? Dann gehen wir nach Pit Up and Fort. Incendio! Hier können wir die Ballone noch zum Platzen bringen. Revelio. Alohomora. Revelio. Mal nach oben geschaut. Leider nichts zum Looten hier. Noch eine verschlossene Tür. Alohomora. Revelio. Das kleine Säckchen hier unten nehmen wir auch mit. Ah, das liegt außerhalb. Einmal in die Karte geschaut. Wir haben noch zwei weitere Truhen, eine Handbuchseite und eine Demigeist-Statue. Revelio. Hallo, der Herr. Du gehörst mir, Demigeist. Kommen wir nach hinten raus. Revelio. Spinnen. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Schloss auf Stufe 3. Können wir noch nicht looten? Schade. Revelio. Spinnenzeichen. Offensichtlich macht ein Spinnenbefall diesen Bereich besonders tückisch. Man fragt sich doch, wie viele Gebiete solche ein Schild gebrauchen könnten. Warnung, ein Sumpfgruttler treibt sein Unwesen. Wir haben ein Monster in unserer Mitte. Wenn ihr Treibholz in den Sümpfen seht, glaubt nicht gleich, ihr hättet Feuerholz gefunden. Vermutlich ist es der gemeinste Sumpfgruttler, den dieses Dorf je gesehen hat. Bleibt wachsam und haltet euch fern von ihm. Euer besorgter Nachbar. Revelio.
Was haben wir in diesem Haus? Noch eine Truhe. So, das Sumpfgrottlover Geschichte. Die Schatztruhe können wir uns noch nicht holen. Machen wir das Rätsel von Merlin. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Da wäre selbst Merlin stolz. Perfekt. Okay, wir haben hier eine Landeplattform. Einmal Balance können wir noch machen, eine Prüfung von Merlin, ein paar Truhen und Handbuchseiten. Schmetterlinge. Die nehmen wir als nächstes mit. Wo führt ihr uns hin? Nehmen wir den Besen. Quadratisches Gemälde haben wir erhalten. Und einen legendären, nicht identifizierten Gegenstand. Kleines Banditenlager. Zuerst dieses Schatzgewölbe. Wo haben wir noch verloren? Eri. Incendio! Gepäck! Confrido! Das sollte ich untersuchen. Da bin ich ganz deiner Meinung, mein Lieber. Wingardium Leviosa. Also er gehört auf jeden Fall hierhin. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Aber ich würde ihn gern
Nein. 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 Ich krieg's einfach nicht hin. So. Wingardium Leviosa. Oh, er dreht sich wieder. Wingardium Leviosa. Jetzt komm schon. Ich bin ein bisschen verbuggt. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Okay, wir probieren. Oh mein Gott. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich zwei Steine hier. Wingardium Leviosa. Er dreht sich sofort wieder. Warum dreht er sich? Accio. Lazio. Levioso. Wingardium Leviosa. Ich glaube, er muss runter, aber... Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Ich krieg's einfach nicht hin, ihn zu drehen. Nun gut. Lassen wir dieses Schatzgewölbe. Bringt leider nichts. Kleine Banditenlager. Accio. Lazio. Incendio. Expulso. Accio, Lazio, Incendio. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Revelio. Wäre dieses auch geräumt? Macht es Sinn, die Schatzgewölbe überhaupt zu looten? Brauchen wir ja eigentlich nicht dafür die 100%. Ich glaube fast nicht. Wir nehmen das Banditenlager mit. Zweifellos schon lange verlassen. Und dann den Ort der alten Magie. Accio, Lazio, Incendio. Bemerkenswert, dass ich auch nicht sterbe.
Wingardium Leviosa. Descendo, Dependo, Defendo. Levioso. Accio. Lazio. Ist dir das bewusst? Incendio. Komisch, dass du nicht gegen Lazio. Expulso. Expelliarm. Defendo. Verflink. Romano. Levioso. Was tust du da? Descendo, Dependo, Defendo. Accio. Lazio. Incendio. Hey. Revelio. Hier haben wir eine Tasche. Was versteckt sich noch hier? Noch eine Tasche. Die nehmen wir mit. Dann haben wir hier auch schon alles. Dann geht es weiter zum Ort der alten Magie. Incendio! Okay, zwei. Da bringt uns hier hin. Einen bräuchten wir noch. Das war nicht allzu schwer. Haben wir den Ort der alten Magie abgeschlossen? Überraschungstreffen. Die Mission von Poppy können wir gern mitnehmen. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Oh.
Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Er hätte sich klarer ausdrücken oder kurz unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay, Poppy. Ich bin gespannt, wo sich diese Höhle befindet. Jackdaws Grab. Machen wir das. Die Prüfung von Merlin. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Revelio. Confringo. Revelio. Expelliarmus. So, eins, zwei und da hinten der dritte. Confringo. Revelio. Confringo. Damit wäre das erledigt. Also heute ist ein komischer Tag. Erst dieser komische Bugglitch mit dem Stein im Schatzgewölbe. Jetzt stehe ich hier oben auf Merlin... seinen Bogen.
So, ich will mir das hier hinten mal noch kurz anschauen. Ah, das war nur der Eingang zur Höhle. Alles klar. Okay, wir haben noch einen Astronomiealtar, ein Ort alter Magie, zwei Prüfungen von Merlin und drei Truhen. Das gehen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.